Wenn euch jemand fragen würde, hey, welches Spiel hat wohl die längste Entwicklungsgeschichte aller Zeiten hinter sich? Würden viele wohl Duke Nukem Forever nennen. Und lange Zeit hätte man mit dieser Antwort auch recht gehabt. Zumindest bis zum 30. November letzten Jahres. Dann erschien nämlich Clockwork Aquario für PlayStation und die Switch. Habt ihr noch nie von gehört? Macht nichts. Ich zeige euch mal das Videospiel, welches mit 28 Jahren und 81 Tagen Entwicklungszeit im Guinness-Buch der Rekorde steht. Wobei man dann natürlich auch ganz ehrlich sein muss, nicht an jedem Tag wurde in dieser Zeit an Clockwork Aquario gearbeitet. Das Spiel sollte so um 1993/94 auf den Markt kommen und der letzte Spielhallen-Hit von Entwickler Westone, die auch Wonderboy erfunden haben, werden. Doch als das Spiel testweise in Tokio aufgestellt wurde, um zu sehen, wie es denn ankommen würde, war das Feedback nicht gerade schmeichelhaft. Statt auf Jump-and-Run-Kost waren Fighting-Games und 3D-Grafik mehr angesagt. Und so wurde die Entwicklung schlichtweg eingestellt. Erst im Jahre 2020 wurde bekannt gegeben, dass man den Titel nun doch auf den Markt bringen werde, dank dem Publisher Strictly Limited Games und Innen Games. Was aber auch nur möglich war, nachdem man die Rechte von Sega erworben hatte. Und nun ist dieses Spiel mit einer durchaus etwas sonderbaren Entwicklungsgeschichte spielbar. Doch warum sollte ein Titel, der damals schon nicht so gut ankam, heute begeistern können? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Ich muss zugeben, ich hatte von Clockwork Aquario noch nie gehört. Und der Grund, warum es hier in meiner Sendung gelandet ist, ist tatsächlich, dass die Geschichte dazu eben etwas kurios ist. Und ich durchaus auch ein Fan davon bin, alte Software zu erhalten. Clockwork Aquario ist ein quietschbunter Plattformer, bei dem ihr Gegner platt macht, indem ihr draufspringt oder sie mit euren Fäusten bearbeitet. Im Endeffekt ein bisschen ein Crossover aus Jump'n'Run und Beat'em Up. Trefft ihr Gegner einmal, werden sie blau und ihr könnt sie packen und als Wurfgeschoss missbrauchen. Das ist bei manchen größeren Feinden, die sich über euch befinden, auch dringend notwendig, da ihr sie mit euren normalen Attacken nicht erreichen könnt. Wirklich fordernd ist das alles nicht, da jede Spielmechanik sehr simpel umgesetzt ist. Aber durch die großen Sprites und die Farbbombardierung, die die Augen ertragen müssen, wirkt alles recht chaotisch. Der Soundtrack ist zwar gut, aber die sich immer wiederholenden Schlaggeräusche bzw. Kampfschreie der drei unterschiedlichen Helden sind nach gewisser Zeit etwas nervig, dazu monoton. Clockwork Aquario wäre auch damals ein Spiel gewesen, das nicht allzu viel Beachtung bekommen hätte, abseits dessen, dass es von einem Entwickler kommt, der sich mit Wonderboy ein Denkmal setzen konnte. Dafür ist der Titel spielerisch nicht eigen genug, zu kurz und grundsätzlich zu simpel gestrickt. Es ist nett, Clockwork Aquario heute zu erleben, aber viele, die mit der Geschichte des Spiels nichts am Hut haben und dafür schätzen könnten, werden ein durchschnittliches Spiel mit Pixeloptik sehen. Und damit liegen sie auch nicht falsch.